So, start the engine. Video läuft. Also wir sind jetzt hier mal im Wald super angekommen. Haben mal einen Platz erkundschaftet, der schon ziemlich nice ist. Jetzt habt mal gedacht, bauen wir mal unser Tarp alles auf, bevor wir uns um Feuer und den ganzen Kram kümmern. So war der Plan. Ich habe mal meine Hängematte, wie man hier sieht. Alles lief nach Plan, nur der Plan war scheiße. Genau. Wie man sieht, hier aufgebaut mit Tarp drüber, Hängematte untenrum. Hab und dann gedacht, untenrum ist alles frisch, also man liegt super drin. Also ja, nachts muss ich mal gucken, ob das so von der Schräge her passt oder nicht. Aber das ist jetzt bei der ersten Nutzung Learning by Doing. Hab jetzt den Fehler gemacht, Probe liegen. Ja, und ich finde, ich liege hier ziemlich geil und habe gar keinen Bock mehr aufzustehen. Deswegen. Hier Feuerholz holen, du bist schon fertig. Ja, so hier ist, Claude ist da hinten auch und hallo. On the way. Der ist auch fast so weit fertig. Fast. Ja, ich muss mir gerade meine Stube hier noch einrichten. Ja. Er ist Fußvolk, mein der Stübchen. Muss auf dem Boden schlafen. Ja, deswegen, wegen mir kann die Nacht kommen, ey. Ich bin voll ready drauf. Hallo, ich melde mich dann auch mal kurz zu Wort. Also unser Lager ist jetzt soweit fertig und wir sind jetzt ein bisschen Feuerholz zu machen, wie man unschwer erkennen kann. Das ist auch der Stevie, der ist fleißig da am Sägen mit seiner neuen Gardena-Säge. Und Fazit von Gardena? Ja, bis jetzt super. Nur zu teuer. Zu teuer, okay. Also meine Aldi-Säge, die hält schon seit längerem. Das war noch die von meinem Opa. So, jetzt mal eine kleine Zwischenbilanz machen hier. So, sind jetzt ein paar Stunden hier, haben auch schon Feuerholz gemacht. Claude hat Feuerholz gemacht. Machen wir mal hier gerade einen kleinen Rundgang. Also hier ist mein Schlafzimmer. Erste Mal Hängematte, kein Plan, sie hängt mal. Ob man drin gut liegt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Muss man probieren, ob es richtig zusammengebaut ist, sehe ich, denke ich, auch mal die Nacht. Muss man gucken. Aber so, auf den ersten Blick, super. So, da ist Claude sein Schlafzimmer. Wie immer, auf dem Boden. Genau. So. Rucksäcke Platz. Ich habe jetzt meine Plane da nicht drunter gelegt, weil man muss ja nicht alles versauen hier. Unser kleines Feuerstellengerät. Was denn? Darf ich was bei dir unterlegen? Ja, theoretisch hätte man da doch anders machen können, aber ist egal. So, hier unsere kleine Feuerstelle. Also hier ist unser Wohn-Ess-Bereich. Moin, moin. Also wir sind jetzt knapp 3-4 Stunden hier, oder? Ich weiß, keine Ahnung. Keine Ahnung. Und wir fangen schon an, blöd zu werden. Weil das Internet ist ja aus. Feuer brennt auch. Da. Ein Bojo haben wir auch schon getrunken. Super. Nein. Nur mal so kurz zum Erwähnen, Alkohol war noch nix im Spiel. Haben wir auch keinen. Doch. Ein bisschen. Da ist er. So, Zeit haben wir sinnvoll genutzt. Wir haben jetzt mal unser Outdoor-Schlaf-Essbereich Gedöns hier abgetrennt. Ja, da hinten sieht man nicht ganz so gut. Hier haben wir auch noch abgetrennt. Ein bisschen räumliche Trennung muss sein. Auch draußen. Ja, jetzt sieht man es besser, genau. Küche ist da hinten, ja. Ist der Koch. Der liegt schon da und pennt. Der hat seine Arbeit schon halb gemacht. Morgen kommt da eine Einbauküche rein. Ja, genau. Mit Regalen und so, Gewürzschrank. Dann wird das schon gut. So, aufgrund der Tatsache, dass es nur am Pissen ist, gerade im Moment und auch die ganze Zeit schon, haben wir jetzt mal ein bisschen Holz hochgestapelt zum Trocknen. Mal abwarten, wie lange dauert, bis das alles brennt. Aber wir lassen uns überraschen. Auch hier. Und wie geht's dir? Ja, super. Die Nacht war echt für den Arsch. Also kalt.
Wo ich immer noch nicht raff, warum. Weil, Eine Stunde später. Also, man merkt, das Gemüt ist nicht mehr so fröhlich. Jetzt ist früh am Morgen, gell? Geh mal auf den Sack! Nee. Also, mir geht's gut. Ich hab super gepennt. Alles easy. Ich mach mir jetzt wieder Wasser warm für den Bouillon. Er denkt, er wird was abbekommen, aber naja, mal gucken mal. Jetzt, wo wir ein bisschen wacher sind, haben wir jetzt mal noch einen guten Rohesser gegessen. Nice. Bouillon hat man auch schon getrunken. Ich habe gestern noch eine kleine Verschnitzung gemacht. Klo zumindest hat sich hier so ein Gerät gebaut, für den Wassertopf da aufzuhängen. Ist mega nice. Hier habe ich auch noch probiert ein bisschen. Ja, es sieht halt aus. Ich habe eine Pfeife gebaut. Ja, die konnte alles außer pfeifen. War super. Mahlzeit. So, danach wurde ein Löffel draus. Hast du den Löffel eigentlich noch? Ja. Wo ist denn der? Kannst du auch mal deine Kerze zeigen, die du geschnitzt hast. Es ist wirklich, wenn man mit dem Handy nicht viel macht oder gar nichts macht, hat man echt Zeit, für viele tolle Sachen zu bauen. Ah ja, da, das war mal meine Pfeife. Da wird ein Löffel draus. Ein Löffel. Und meine Kerze. Und da noch die Kerze. Das ist für romantische Stunden im Wald. Deswegen, wir kriegen die Zeit hier schon irgendwie rum. Passt schon. So, wir melden uns nochmal zurück. Ja. Nur um ein bisschen die Stimmung so zu zeigen, wie es gerade hier so ist. Ich glaube, es ist nicht zu überhören, wie es draußen abgeht. Ich glaube, man sieht es da am Tag. Ist toll. Ist super. Hallo Steve. Er ist wieder am Schnitzen. Was willst du sonst machen? Steve, ja? Ich liege, du sitzt. Merkst du was? Ja. Das Feuer ist gleich aus. Mach was! Ist dem alte Mann sich hier wieder erheben. Ja. Dafür muss ich das Handy ausmachen, weil ich brauche beide Hände. So, wir sind jetzt mal ein bisschen auf Erkundungstour durch den Wald. Wir dachten ja eigentlich, wir würden Probleme kriegen, irgendwie Feuerholz zu finden. Aber wir hatten halt saumäßig Glück, dass überall im Wald so kleine Teile sind, wo Nadelbäume stehen. Und hinten bei unserem Lager ist natürlich noch ein viel größerer Teil mit Nadelbäumen, wo halt auch viel Totholz rumsteht. Was man dann spalten kann und nutzen kann, ne? Wir sind jetzt auf der Suche nach einer geeigneten Pfütze. Naja, eigentlich wäre es scheißegal, welche Pfütze es wäre. Aber wir müssen Wasser nachfüllen. Sagst du dazu? Genau so sieht es aus mit einer Stadt. Da hinten steht noch ein Wasserturm. Ja, braucht man keine Pfütze. So, wir stellen euch dann auch gerade mal unseren phänomenalen Wasserfilter von, wie nennt man das? Grail? 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 Ja. So ist richtig. Stellen wir das mal vor. Ja, natürlich unbezahlte Werbung, weil wir haben die Dinger halt selbst gekauft. Sind nicht geschenkt, aber wirklich sinnvoll. Da kann man wirklich Wasser aus irgendeiner Scheißpfütze holen. Und leider sieht man jetzt nicht, wie dreckig das Wasser ist. Also man sieht da, es ist schon ziemlich klar, aber es schwimmt halt trotzdem ziemlich viel Scheiße drin. Jetzt gucken wir mal. Schön langsam. Hast du oben auf, ja. So. Ich schraub das mal oben.
Ja, sieht man mal, wie das aussieht. Jetzt sag. Mal, wie sauber das Wasser jetzt ist. Super klar. Klar, ist klar. Und schmeckt auch noch super. Ja. Geilisch. Hallo, da sind wir wieder. Also, wir waren jetzt mal ein bisschen Zeug sammeln, damit Claude hier seinen Platz verdichtet bekommt. Ja, Regal ist in Bearbeitung, also das dauert nicht mehr lang, dann seht ihr das auch noch. Und wir hatten eine super Idee, als wir unterwegs waren, und zwar, wir haben ja ein Funkgerät mit Radio. Naja, kam ein bisschen spät die Erkenntnis, aber besser spät als nie. So, meine kleine Zwischenbilanz. Waren jetzt mal Feuerholz machen. Da, ein bisschen, über den Tag. Claude ist Äste suchen für seine Wand da irgendwie richtig abzudichten, dass da weniger Luft durchgeht. Ja, ich habe mal ein Projekt angefangen, sprich Keil. Hat man ja bei Seven vs. Wild gesehen, soll angeblich super sein. Ich habe jetzt mal hier angefangen, einen Keil zu basteln. Ob das jetzt wirklich funktioniert oder nicht, müssen wir mal probieren. Ergebnis seht ihr später. So, jetzt mal alles probiert hier live vor Ort. Also, man sieht, es geht mega gut. So, wir sitzen immer noch hier. Und was auch sonst. Claude hat noch schon gegessen. Wir haben hier noch eine Flasche gefunden. Scheint rum drin gewesen zu sein. Ich lasse die jetzt aus, ne? Nee, warte mal. Und ja, Claude hat eine coole. Also das ist meine Lampe. Die leuchtet, die macht ihr Dienst wirklich saugut. Da ist ein Claude seine Lampe. Die macht ab und zu vereinzelt mal Morsezeichen, weil Wasser reingelaufen ist. Und die macht einfach, was sie will. Das ist doch genial. Das ist doch beschiss. Aber gut, man muss ja dazu sagen, das ist die Lampe, die bei meiner aufblasbaren Isomatte dabei war. Ja. Und eine Isomatte liegt eigentlich nie im Regen. Das heißt, ja, das macht Sinn. So wasserdicht muss die nicht sein. Ich bin hier gerade fasziniert. Von meinem Licht? Nee, ich habe hier gefunden, wie man zoomt. Ah, du hast gefunden, wie man zoomt? Ja, ich wusste gar nicht, wie das geht. Ich guck mal, ey, krass, ich kann voll dramatisch, kann ich reinzoomen. Nee, mach mal so. Siehst du überhaupt irgendwas? Ja, klar sehe ich dich. Trotz Rauch? Ja. Okay. Mach mal so. Ich seh dich nicht. Mach mal so. Ich seh dich nicht. So. Ja, mein Licht geht wieder an. Ah, da ist es wieder. Genial. Oh Mann. Also nur zum Verständnis, die kann man ausmachen und die geht einfach wieder an, weil sie Bock hat. Ich glaube, die geht auch gar nicht mehr aus. Ja, jetzt mach mal. So. Was soll ich machen? Ich seh dich nicht. So, Alter, bist du dumm. So. Einfach so. So. Ja, was? In Bild. Ah, in Bild, so. Einmal, du Idiot. Ach so. So, jetzt mach mal. So. Jetzt mach mal zu. Wieder weg. Wieder hin. Geil. Nicer Scheiß. Ja, so ist es. Ja, so verbringen wir unser Abend. Also schön gemütlich. Hier Wasserflasche, Wasser ist wichtig. Rum. Hier rum ist auch hast wichtig. Hast du echt die ganze Flasche jetzt da in deinen Becher gekippt? Du hast schon zwei Becher, ich bin noch nicht mal mit meinem fertig. Ey, da war noch eine halbe Flasche drin. Laber kein Mist. Ja, nur zum Verständnis, die haben wir nicht gefunden, die haben wir vorbeigebracht bekommen. Waren sie aber abholen von, ja, ich schätze mal so, prima Daumen, 20 Kilometer. Schöne gute Moin. Bonjour. Und? Ja, du selbst? Jo. Moin. Good morning in the morning. So, wir sind jetzt mal soweit mit allem durch.
haben auch schon alles zusammengepackt. Erstmal gerade Rucksack ans Auto gebracht und die Tabs sind klatschnass, die holen wir jetzt einzeln nach. Jetzt noch Feedback zum Schlafen. Nach der ganzen Umräumaktion und Isomatte drin und keine Ahnung was, habe ich sehr gut geschlafen. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte anfangs noch eine Jacke. 6,5 Stunden später. Den quasi 2 Tagen haben wir jetzt geschafft, sind damit vorbei. Und ja, dann geht's wieder zurück nach Hause. Ja.